Meine nächste Rede hier will ich heute dem widmen, wovon ich mir dann wieder die meisten Klicks verspreche, indem ich mal ganz sachlich sage, das beste Liebesleben, der beste Sex eures Lebens, auch egal ob ihr Milliardäre seid oder arm seid, der steht euch noch bevor, weil ich glaube, dass was die Reichen machen, dass sie sich auf großen Drogenpartys irgendwelche Prostituierten leisten, die sie regelrecht hassen, dass das das Gegenteil von erfüllender Sexualität ist. Die erfüllende Sexualität setzt voraus eine intensive Liebe, also dass man sich wirklich liebt. Und das ist das, was ich sozusagen in meiner Unterabteilung der Gemeinschaft Köln Süd in dem Unterexperiment Gruppenehe gerne erreichen möchte, dass irgendwann da idealerweise 40 bis 50 Männer, 40 bis 50 Frauen, ungefähr 50 Kinder oder mehr sozusagen sind und diese Liebe und Vertrautheit, diese tiefe Freundschaft mit diesen, all diesen Menschen dort einhergeht damit, dass man quasi nach 40 oder 50 Tagen wieder mit der ersten Frau als Mann Sex hat oder die Frau, die mehr hat. Wir haben ja in der Biologie die Tatsache, dass Frauen mehr sexuelle Aktivität brauchen, um dann wirklich vollständig erregt zu sein. Das spricht dafür, das passt zu diesem Konzept der Bonobo-Gruppenehe, nämlich dass Frauen eben mit 40 Frauen und 40 Männern sexuell aktiv sind und dadurch dann auch genügend Stimulation haben, um dann auch multiple Orgasmen erleben zu können, während wir Männer da ja kürzer angebunden sind und eben und dann auch viel Pause brauchen und so weiter. Und ja, aber dieses aus diesem Liebesgefühl heraus, aus dieser Vertrautheit, dieser lebenslänglichen Freundschaft, dieser lebenslangen Gemeinschaft, aber trotzdem ist die Frau, mit der man vor 40 Tagen das letzte Mal Sex hatte, nach 40 Tagen wieder ein aufregendes Abenteuer, ein aufregendes Erlebnis. Und das scheint eben das Wesen sozusagen eines Bonobos zu sein oder eines, ja, dass ich eben das auch bei mir erlebt habe, wenn ich in monogamen Beziehungen war. Ich war auch mal mit einer Adeligen verlobt und so weiter, wirklich mit einer echten Prinzessin, eine hübsche, fantastisch hübsche Prinzessin, ein bisschen verwöhnt und ein bisschen dickköpfig, aber ja, obwohl man da die hübscheste Frau von der Welt an seiner Seite hat, werden gerade dann, schweifte mein Blick, gerade dann war ich umso neugieriger gegenüber anderen Frauen. Ja, warum? Weil die Gruppenehe-Systematik eben gerade zur Bedingung hat, dass man eben immer wieder die Liebesbande auch zu den anderen Frauen der Gruppe schließen muss und immer wieder herstellen muss, sodass also immer innerhalb kürzester Zeit auch mit der schönsten Frau der Welt eine gewisse sexuelle Langeweile entsteht, die mich dann immer hat gelenkt hat, gerade dann, wenn ich mit der hübschesten Frau der Welt zusammen war, trotzdem den Blick ständig nach anderen Frauen zu richten. Und jetzt könnte man natürlich sagen, alle Menschen, die das machen, sind krank, sie sind gestört. Aber das widerstrebt dem biologischen Denker, der sagt, es könnte aber eben auch sein, dass das einfach seine Natur ist. Und dann muss man verstehen, was die Logik dieser Natur ist. Es geht darum, eine stabile soziale Einheit von 150 Individuen, frei von den Geißeln der Kindertötung und der Rivalentötung zu steuern, über einen Körperkontakt, das hatten wir auch das letzte Mal als Thema,
das, wo ich nochmal dran erinnern wollte, vor etwa 65 Millionen Jahren waren unsere Urgroßeltern, und das waren unsere Urgroßeltern, mausartige Tiere, und die fanden mausartige Tiere sexy. Das heißt, der Mensch war nie konstant und er wird nie konstant sein. Wenn wir jetzt die Gemeinwohlwirtschaft einführen, kann es sein, dass wir in 100, 200.000 Jahren Menschen haben, deren Köpfe doppelt so groß sind und deren Finger doppelt so schmal sind wie heute, damit wir besser manipulieren können, feine elektronische Bauteile und so weiter. Ja? Das heißt also, unsere Urgroßeltern waren mausförmig. Und genauso kann es sein, dass wir in 100.000 Jahren ganz andere Körper haben. Menschen sind nicht konstant, sondern das ist ein fließender Prozess der Evolution, ja, der nie aufhört. Und da ist eben der entscheidende Punkt, dass ich also noch einmal abschließend all den Menschen sage, in einer solchen liebevollen Atmosphäre, das ist das genau das Gegenteil von dem, wenn der Milliardär sich eine ihn hassende Prostituierte kauft und die ihm dann hasserfüllt zu Diensten ist. Das hat nichts mit erfüllender Sexualität und Liebe zu tun. Ja? Also von daher, liebe Leute, die in der Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd, da wartet echtes Glück und echte liebevolle Erfüllung und echte sexuelle Erfüllung, wahrscheinlich zum ersten Mal im Leben auf euch. Und ja, ich gebe weiter an Öff-Öff.